Hallihallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. So, wir machen hier noch die Kinderbefreiung, jo. Wär's zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde? Wie wär's zum Beispiel, wenn der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde? Eindringling, dort! Vielleicht hilft es, wenn wir den kleinen Bastarden etwas Angst einjagen. Okay. Vielleicht hilft es, wenn wir den kleinen Bastarden etwas Angst einjagen. Vielleicht hilft es, wenn wir den kleinen Bastarden etwas Angst einjagen. Die dritte Ladung Kinder diesen Monat und immer noch kein Fortschritt. Sein Meine Unwesen. Ohren werden mich nicht täuschen. So, verkackt war. Ha!
Es wird alles gut. Dankeschön. Ja, das ist ein riesen Punkt hier, ne? Wo ich die Kinder befreien muss. Es sind ja echt viele hier. Ich helfe euch hier raus. Vielen Dank, Sir. Oh, komm, ey. Das ist scheiße. Geh doch mal da. Ach komm, verpiss dich doch. Seid wachsam. Hat Clara sie geschickt, Mister? Ist sie nicht wunderbar? Sprich nicht so laut. Vielen Dank, Sir. Okay. Dann war es das jetzt auch. Doch nicht so viel. Das ist manchmal so ganze Punkt, siehst du. Ja, das sieht man echt manchmal gar nicht. So, dann gehen wir zum... Du folgst nicht. Jetzt gehen wir mal da hinten hin. Verpiss dich doch mal. Das ist der Typ, ja. Nun, Charlie, hält der Ghost Club neue Horrorgeschichten für mich bereit? Wie der Zufall es will? Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Einer anderen Legende nach spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um den Missbrauch ihrem Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenstersims hängend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, ein Chorleiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner berauschenden Geliebten. Ah, ist wieder so ein... Auf geht's! So ein Geister, so kackt er. Okay, cool. War dann auch. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Sollen wir? Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Die
Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Okay, das ziehen wir jetzt noch durch. Oder nee, wir machen jetzt noch das letzte... Nee, wir warten noch vor dem Hinweis. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, Freunde. Auf Wiedersehen. Tschö.